Hallo und willkommen zurück zu Atelier Vieres. Auch wenn wir jetzt viele Sachen noch basteln könnten, wie Reiseration, Safe, Tanzpflanze. Eigentlich Tanzpflanze können wir, glaube ich, nicht. Aber auf jeden Fall würde ich erstmal gerne mit Ill sprechen, ob sie eine Möglichkeit sieht, was wir gegen die Wasserhose unternehmen können. Oh, das ist gar nicht gut. Hey Ill, ich frag dich jetzt trotzdem, wie ist es gelaufen? Oh, Firis, ich glaube, wir sind erledigt. Naja, aber immerhin ist diese Stadt ganz hübsch und es könnte doch nett sein, hier für den Rest des Lebens zu leben. Ja, jetzt lass das mal da mit deinem Fatalismus, Ill. Niemand gibt mir hier irgendwelche Anweisungen. Wie ist es denn bei dir gelaufen? Hast du was rausgefunden? Naja, ein bisschen. Weißt du? Okay, ich verstehe. Das ist wirklich eine üble Lage, in der wir sind. Aber wir können deswegen nicht einfach aufgeben. Wir müssen weiterreisen und die Prüfung ablegen. Aber hast du nicht gerade gesagt, dass du auch damit zurechtkämst, hier glücklich zu leben? Ach, sei still, ich war nur einen Augenblick verwirrt. Jetzt müssen wir uns erstmal einen Weg überlegen, wie wir die Situation lösen. Also machen wir ein kleines Brainstorming, Firis. Was jetzt? Ja, wann denn sonst? Wir hätten doch ein Problem, wenn wir es nicht rechtzeitig bis zum Examen schaffen, oder? Komm schon. Jetzt mach doch mal halblang. Also, wir haben gerade an der Uhr gesehen, 18 Stunden später. Ach, das ist doch nicht gut. Mir fällt überhaupt nichts ein. Hey, das war doch alles deine Idee. Ja, ich weiß, aber wenn mir nichts einfällt, fällt mir halt nichts ein. Wir müssen mit einem Schiff über den See. Aber die Wasserhose ist im Weg und wir kommen da nicht rüber. Und wenn selbst ein offiziell lizenzierter Alchemist keinen Gegenstand herstellen kann, damit die Wasserhose weggeht? Ah, ich glaube, Firis hat sich gerade an der Nase gerieben. Ja, ich hab's. Wenn wir an der Wasserhose in einem normalen Schiff nicht vorbeikommen, dann können wir doch ein Schiff bauen
was der Wasserhose widerstehen kann. Hatten wir das nicht in einem Atelier mal, dass ich... War das nicht ein Luftschiff? War das bei Atelier Shelley? Dass wir da auch so ein stabiles Teil irgendwie bauen mussten? Irgendwas war da mal. Und nee, ach Quatsch, das war bei Escher und Logi. Noch ein Spiel her, länger her. Da mussten wir ein Luftschiff bauen, damit wir da... Naja, ich will nicht spoilern. Und nur wenn eine offizielle Alchemistin es nicht schafft, heißt das ja nicht, dass wir keinen Gegenstand herstellen können, um die Wasserhose loszuwerden. Wie es scheint, hast du eine andere Antwort gefunden als ich. Ja, sieht so aus. Aber Firis, wir machen das doch immer noch in Teamarbeit, oder? Ja, dachte ich zumindest. Und wenn Il sagt Teamarbeit, dann hat sie wahrscheinlich im Kopf, das Team bedeutet, toll, ein anderer macht's. Okay, dann machen wir das so. Wir testen beide die Methoden, die wir uns ausgedacht haben. Und dann werden wir auf die Art und Weise den See überqueren, wie wir es zuerst rausgefunden haben. Also die Idee, die zuerst funktioniert, die werden wir dann nutzen. Ja klar, wir wollen doch beide an der Prüfung teilnehmen. Okay, dann geben wir unser Bestes. Okay, dann sehen wir uns später. Oh, guten Morgen, Firis. Wo ist denn Il? Sie ist schon weg. Ach ja, Lia. Ich habe mich entschieden, ein Schiff zu bauen. Und zwar nicht irgendein Schiff, sondern ein ganz fantastisches Schiff, was einer Wasserhose widerstehen kann. Was? Ein Schiff bauen? Oh, das ist so unglaublich lustig. Also können Alchemisten sogar Schiffe herstellen? Nein, in den Kessel passt es natürlich nicht rein, also geht es nicht auf diese Art und Weise. Ich muss mir einen anderen Weg dafür überlegen. Naja, es ist deine Idee, aber du hast meine Unterstützung. Ja, danke. Erstmal muss ich mir überlegen, welche Teile wir denn überhaupt brauchen, um durch eine Wasserhose durchzukommen. Ja, so ein Regenschirm zum Beispiel. Und ich kenne mich ja auch überhaupt nicht aus mit Schiffen. Da wäre es echt leichter, alle möglichen Leute mal dazu zu befragen. Wir könnten eigentlich auch ein bestehendes Schiff verstärken oder so, ne? Aber wahrscheinlich lässt sich der Schiffsbesitzer auch nicht darauf ein, sein Schiff für irgendwelche experimentellen Veranstaltungen zu nutzen. Das ist eine Teamarbeit mit Il.
Ich muss auf jeden Fall sehr hart arbeiten. So, wo wir hier schon mal sind. Achso, nee, da will ich jetzt nicht übernachten. Irgendwann schon. Und die Leute haben hier wohl nichts zu sagen, aber mir wurde ja gesagt, ich soll mit allen Leuten hier nochmal reden. Also jetzt gerade in der Quest. Achso, Quests werden mir gerade angezeigt. Kommt da noch eine, oder? Ja. Dann gehen wir erstmal raus. Und wir haben wieder 100 LP. Dann war es doch keine Zeitverschwendung, dass wir jetzt hier 18 Stunden Brainstorming gemacht haben. Obwohl, was soll ich mit den LP jetzt, ne? Die Musik macht mich ja einfach fertig. In der Stadt. Achso, ich will ja eigentlich nur mit den Leuten reden. Jetzt bin ich aber an den Leuten vorbeigegangen. Und ich muss auch noch mal eben. Ach so, wir müssen mit Logi sprechen. Was? Bei Meas Laden nochmal was kaufen? Aha. Kai? Shanty Street, keine Ahnung, wo die ist. Und wir sollen in den Hafen gehen, damit wir da mal die Wassersäule überhaupt sehen können. Okay, das heißt, mit hier irgendwelchen Passanten werde ich wohl nicht sprechen müssen. Hier kann ich trotzdem mal kurz reingehen, wenn es auf den Weg liegt. Ob sich hier was verändert hat. Ich habe jetzt ja eigentlich Geld, um Angriff anzuheuern. Hä? Ich habe Luis schon total wieder vergessen. Was ist denn los, Firis, dass du mich so anstarrst? Jetzt sag mir nicht, du hast dich in mich verliebt. Nein, ich frag mich nur, warum du dich wie ein Mann anziehst, Luis. Oh, so, ne. Ach, dafür gibt es drei Gründe. Zum einen ist es leichter, sich darin zu bewegen. Selbst wenn ich mein Instrument spiele, ist mir meine Kleidung dabei nicht im Weg. Und das zweite ist für den Eindruck, den ich erreiche. Dadurch, dass die Leute denken, ich bin ein Mann, und wenn sie dann herausfinden, dass ich eine Frau bin, dann ist das ein überraschender Moment. Und drittens, wenn ich mich als Frau anziehen würde, dann würden sich viele Leute verletzen, weil sie halt umfallen, während sie gerade versuchen, einen Hauch meiner Schönheit einzufangen. Oh, ich verstehe, das stimmt. Du bist so hübsch, Luis. Was? Jetzt so eine ernsthafte Antwort? Ich habe doch nur einen Witz gemacht. Ach, hey, Firis, du bist so ein gutes Mädchen. Was, Luis? Ist mit dir alles in Ordnung? Also, gibt es etwas, was du haben möchtest? Was ist es? Welches, hm? Sag!
Das ist zu viel Nähe. Ach so, mit der Schönheit. Ob wir jetzt ein Teil ihrer Schönheit haben möchte. Ach genau, da hier waren die Sachen. Ich habe die Händler in der Stadt übrigens mal durchgeguckt, bis auf Louis hier. Ob die zufällig einen Hidden Dagger zu verkaufen haben, ist aber leider nicht so. Haben wir noch als Quest. Genau, ich habe überlegt, ob wir Angriff rekrutieren sollen. Erstmal kostet es 5000 und erstmal nicht. Weil ich muss ja auch jemanden rausschmeißen aus der Party dann. Das ist das Problem. Na, ihr beiden, habt ihr beschlossen, mich anzuheuern? Lass mal drüber nachdenken. Wir haben zwar knapp 8000, aber ich will auch noch eine andere Sache kaufen. Da kommen wir in dieser Folge wahrscheinlich noch hin. Da habe ich nämlich mal in unserem Atelier was nachgeschaut und festgestellt, dass wir ein Instrument-Set haben. Und Mea hat ein Precision-Instrument-Set zu verkaufen. Ah, Firis. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber machst du dir um irgendwas gerade Sorgen, Logi? Oh, war das so offensichtlich? Ich schätze, da habe ich dann als Kaufmann versagt. Ich habe dir schon erzählt, dass der Güterstrom aufgehört hat, der in die Stadt fließt. Und deswegen komme ich nicht an Metall, um zu schmieden. Ach komisch, ich hatte den Eindruck, du wolltest mir sogar noch Metall verkaufen. Ach nee, genau, du wolltest mir Erz verkaufen. Selbst wenn ich es selbst schmieden würde oder ja, einschmelzen würde, dann hätte ich keine Zeit, Erz zu sammeln. Vielleicht kann ich das denn für dich machen. Du würdest es machen, was meinst du damit? Auch wenn sie vielleicht nicht so aussieht, ist Firis doch eine Alchemistin. Ach, bist du das tatsächlich? Dann hätte ich schon viel früher mit dir darüber sprechen sollen. In der Vergangenheit hat mir eine bekannte Alchemistin auch viel ausgeholfen. Und deshalb weiß ich, wie fantastisch Alchemisten sein können. Und wenn du auch Alchemistin bist, dann würde ich dich gerne darum bitten. Ja, überlass das einfach mir. Ich mache etwas wirklich Gutes. Ja, vielen Dank. Ach so, wir sollen nur ein Ingot herstellen. Nehmen wir... Ja, Quality 100.
Der hier mit High Price, der ist... Würde ich ja sonst nicht verwenden. Aber die anderen haben so schöne Stats, die würde ich gerne behalten. Ah, du hast es für mich hergestellt. Lass mal sehen. Ja, das ist sehr gut gemacht. Alchemie ist wirklich fantastisch. Dieser Ingot lässt sich, also dieser Barren lässt sich ohne Probleme als Schmiedematerial einsetzen. Danke, dass du mir da ausgeholfen hast. Oh, das war doch gar nichts. Ich war einfach glücklich, dass ich helfen konnte. Okay, jetzt wo ich keine Sorgen mehr habe wegen der Materialien, kann ich mit meiner eigentlichen Arbeit fortfahren. Würdet ihr gerne zusehen? Oh ja, wirklich sehr gerne. Okay, dann... Da, das sollte funktionieren. Boah, du hast diese Rüstung so schnell hergestellt. Das ist echt fantastisch. Ja, und vor allen Dingen diese Lederarbeiten darunter. Aber wahrscheinlich hat er eine Lederrüstung gekauft und da halt Metall drüber gemacht. Nein, nicht wirklich. Ich bin ja noch im Training. Aber du darfst sie gern mal anfassen. Wow, die ist aber hart. Tja, eine Rüstung muss ja auch Schläge wegstecken. Also ist sie speziell gehärtet. Sie besteht aus verschiedenen Schichten aus Metall. Und deshalb muss man schon kräftig drauf einschlagen, damit man da eine Delle reinbekommt. Was? Ja, eine Rüstung, die ist ja wirklich fantastisch. Aber warte mal, sie verhindert Einschläge und biegt sich nicht? Firis, wir sollten Logi jetzt aber nicht zu lange von der Arbeit abhalten. Vielleicht sollten wir jetzt besser gehen. Oh ja, da hast du recht. Vielen Dank, Logi. Oh nein, ich habe dir zu danken. Du hast mir wirklich aus der Patsche geholfen. Wir sehen uns dann später. Eine Rüstung. So langsam näher ich mich einer Sache. Ich sollte mal später drüber nachdenken. Ja, quasi so eine Verstärkung wie beim Eisbrecher oder so. Aber ob das gegen so eine Wasserhose hilft? Naja. Oh, wir haben gerade wieder viel Geld bekommen, habe ich gesehen. 500 Gold. Und genau, du hast Erz zu verkaufen, du hast aber auch Mofkot und dann nehme ich mal eins von mit. Nee, sonst ist nicht dazu gekommen. Okay. Wir haben ja noch die eine Quest, wo wir Mofkot abgeben müssen. Und bevor ich mich selbst 15 Stunden an meinen Alchemiekessel stelle, dann Mofkot herstelle mit tollen Trades und das dann wieder abgebe, gebe ich lieber 80 Kohle aus.
Oh, das ist aber gar nicht gut. Was mache ich denn nur falsch? Mia, angelst du gerade? Ja, mach ich. Oder besser gesagt, ich hab's versucht. Aber heute läuft es gar nicht gut. Angeln macht einfach keinen Spaß, wenn man nichts fängt. Wenn es da nur einen einfachen Weg gäbe, um einen großen Fang hinzubekommen, egal wann immer man will. Ein großer Fang, wann immer man ihn haben möchte, das klingt schwierig. Vielleicht kannst du was an dem Köder verbessern. Zum Beispiel eine Dynamitstange. Nein, wenn der Köder lecker aussieht, beißen sie vielleicht mehr. Der Köder? Ja, das ist vielleicht keine schlechte Idee. Okay, wie wär's denn damit? Schließlich war das doch deine Idee. Versuch doch mal mit Alchemie einen tollen Köder herzustellen. Irgendetwas, was wirklich lecker aussieht, das die Fische sofort anbeißen wollen. Ja, das würde mir bestimmt Spaß machen. Ich weiß nicht, ob ich es hinbekomme, aber ich werde es zumindest versuchen. Okay, dann bring ihn mir vorbei, wenn du es erledigt hast. Und bis dahin mache ich es auf meine althergebrachte Weise. Da habe ich ja jetzt ein bisschen Hoffnung, dass wir irgendwann von ihr auch nochmal Angeln beigebracht bekommen. Muss ich nochmal gucken. Haben wir jetzt die Quest bei Mea nicht mehr? So, hier sehe ich die ja gar nicht. Kai. Nochmal zum Atelier zurück. Zum Hafen, ja, das müssen wir auf jeden Fall. Achso, das wissen wir nicht. Okay. Ich quatsch trotzdem mit den Leuten hier nochmal. Wenn ich sowieso dran vorbeikomme. Ja. Achso, das war die mit den ganz teuren Erzen. Der haben wir die Medizin gebracht. Die können wir nochmal rein. Obwohl, wir haben jetzt ja Flussheim erkunde, ne? Ich kann trotzdem noch einmal Deliver sagen. Okay. Weiß nicht, ob wir vorher 26 oder 27% hatten, hat sich auf jeden Fall nichts geändert. Nee, wollen wir alles nicht haben.
Das Wettergeräusch gefällt mir übrigens sehr gut. Ich mag ja so ein entferntes Gewitter, wenn man irgendwo drinnen ist. Also Regen hat ja was Beruhigendes. Ach, hier ist auch die Shanty Street, wo wir Kai treffen sollen. Genau, da ist er schon. Ah, ich sollte es wirklich nicht übertreiben. Ach so, du bist es nur. Du hast mich jetzt aber ein bisschen erschreckt. Du scheinst ein bisschen beschäftigt zu sein, Kai. Was? Ja, Seefahrer haben ja jede Menge zu tun. Ist es wegen der Wasserhose? Was? Woher weißt du das? Wer hat es dir erzählt? Das ist ein Geheimnis. Na, wo du es eh schon weißt. Es ist genau wie du gesagt hast. Und ich möchte nicht, dass die Dinge hier so bleiben. Ich habe mir schon Sachen überlegt, wie man an dieser Wasserhose vorbeikommt, aber die Schiffe würden einfach nur beschädigt werden. Wurden einfach nur beschädigt und ich hatte keine vernünftigen Resultate. Ich weiß, ich habe etwas Schreckliches gemacht. Also, dass er jetzt die Schiffe dadurch kaputt gemacht hat mit seinen Experimenten. Ich würde die Schiffe ja gerne reparieren, aber wir haben nicht genug Holz, weil ja keine Güter mehr in die Stadt kommen. Ah, davon kriege ich einfach nur Kopfschmerzen. Soll ich denn ein bisschen Holz für dich sammeln? Was? Ja, wenn das dir keine Umstände macht, das wird mir schon helfen. Ja, überlass es nur mir. Ich werde dir auch verschiedene Arten bringen. Ah, ich verstehe. Tut mir leid, dass ich dich damit belästige, aber vielen Dank. Neues Rezept deswegen. Gucken wir mal bei den Rezepten. Ich weiß nicht, was es ist. Auf jeden Fall können wir noch drei neue Sachen. Ach, das sind hier die Holzplanken. Das ist einfach zu erkennen. Und hast du das Holz bekommen? Ja. Das ist auf jeden Fall das Einfache hier. Ach, Fixbau benutze ich eh nie. Wow, das ist mal jede Menge Holz. Ich schulde dir was. Nein, kein Problem. Gib einfach dein Bestes, um das Schiff zu reparieren. Chint.
ときた。フィルスちゃんはいい子だな。Und was mir gerade noch klar geworden ist, du bist so ein gutes Mädchen, Firis. こんな子に隠し事をしてただなんて、俺は自分が恥ずかしい。Ich kann gar nicht glauben, dass ich die Wahrheit vor dir verheimlichen wollte. Ich schäme mich so. Firis-chan, kommatta koto ga attara, nan demo itte kure. Firis, wenn du irgendwann mal irgendwelche Probleme hast, kannst du mich alles fragen. Ore wa jibun no tsumi o tsugunaitai nda. Ich möchte Buße tun für meine Fehler. Verstehe. Kai-san nara o fune no koto mo kuwashii hazu da shi, sore to naku kiite miyou kana. Kai weiß bestimmt jede Menge über Schiffe. Vielleicht sollte ich ihn deswegen mal befragen. Ja, da du es mir schon anbietest, wenn man so ein Schiff baut, welches Teil hat denn den größten Einfluss auf die Stärke? Ha, willst du jetzt etwa unter die Schiffbauer gehen, Firis? Na ja, Kyōdo ni kankei suru tte iu nara, yappari fune no kiso bubun, ryūkotsu darō na. Naja, spielt ja auch keine Rolle. Wenn es um die Stärke des Schiffes geht, hängt es am meisten an dem Kiel. Sekkaku kyōmi o motte moraitan da. Dōse dashi, ryūkotsu no tsukurikata mo setsumei shiyō. Da es dich interessiert, erkläre ich dir mal, wie man einen Kiel herstellt. Also zuerst. Ja, und das wär's dann. Verstanden? Verstehe, so macht man den also. Ja, und wenn du sonst noch was wissen willst, frag mich nur. Wenn ich einen Kiel herstelle, verstärkt mit Alchemie, dann sollte sich ja auch die Stärke des Schiffes verstärken. So, jetzt sind wir hier zuallererst mal im Hafen. Kann ich mich nochmal umgucken, was es hier zu sammeln gibt. Dummerweise ist jetzt ja gerade wieder Abend geworden. Muschel oder was ist das? Okay, nee, irgendwelche Frutti di Mare. Sonst noch was zu sagen? Oh. Naja, beantworte nur Fragen für Schiffe. Oder zu Schiffen. Zum Schiffen? Nein. Klares Wasser wahrscheinlich. Oder beziehungsweise Salzwasser. Könnte Salzwasser sein. Ich, einmal sollte ich ruhig mal sammeln hier. Nee, Trinkwasser. Ich. Achso, ja klar, wir sind ja an einem See. Nicht am Meer, genau. Trotzdem würde ich es nicht einfach so trinken. Alter. Oh, das ist also die Wasserhose. Wenn wir sie von hier schon sehen können, dann muss sie ja riesig sein. Tja, wenn man sich die Größe so anguckt, kann ich gut verstehen, warum der Schiffsverkehr eingestellt wurde. Ja, so wie es aussieht, ist doch nicht alles eitel Sonnenschein hier draußen. Also außerhalb von Ertona. Tja, wir brauchen eine Angel.
Oh, die Truhe, die wird wohl keinem gehören. Nehmen wir mal mit. Achso, da hat jemand seinen alten Fisch reingepackt. Ach, wahrscheinlich brauchen wir Fische sogar, um Fischköder herzustellen. Und hier verlieren wir LP, sehe ich gerade. Moment mal. 67%. Achso. Hier auf dem Rückweg können wir noch was freischalten. Dumm, die dumm. Ganz schön weitläufig hier. Deshalb heißt es ja auch lange Straße. Ja, er wird die Grillsaison mit seiner scharfen Soße eröffnen. Und er würde gerne mal wieder Schiffe fahren sehen. 97. 98, irgendwo habe ich wieder einen Prozentpunkt übersehen. Ich hoffe, man muss hier nicht irgendwie mal alles 100% machen. Das wäre nicht nach meinem Geschmack. Noch gucken, wo irgendwo noch ein Pixel übrig ist. Was wollen wir jetzt überhaupt tun? Ins Atelier gehen, ja. Dafür müssen wir auch ins Atelier mit verschiedenen Leuten sprechen. Ich weiß nicht, ob das noch was bringt, wenn wir jetzt noch mit wahllosen Leuten sprechen oder ob das einfach nur die Oberquest dafür ist, dass wir jetzt mit Logi und mit Kai und mit Mea und so reden. Aber ich würde schon gern noch mal eben in Meas Laden gehen. Der wahrscheinlich dann zu hat. Und auf dem Weg dahin können wir noch mal bei Ren vorbei. Warum rede ich eigentlich mit den Kaufleuten? So, kurz vor Mitternacht, da wird Ren wohl nicht da sein. Hm. Hier brauchen wir einen goldenen Puniball. Und wir können das Moffcott gleich abgeben. Jetzt haben wir 4 Uhr morgens. Hm, ein bisschen rumlaufen. Los, mach auf. Was? Ach so, das ist ein Zettel, der an der Tür klebt. Ich mache gerade Pause und gehe spielen. Mea ist wirklich ein Freigeist. Also Moffcott und Ren. Ich mag diesen Teil der Stadt nicht. Hi. Nee, hast du auch nichts zu sagen. Huch.
長？レイさんのアトリエに何の用だろう？気になるし、思い切って覗いちゃえ。War das etwa Il? Was macht sie denn im Atelier von Redden? Ich bin so neugierig, muss unbedingt mal spicken. Anata ga Ren-san? Bist du Ren? So desu ga. Anata wa? Ja, das bin ich, aber wer bist du? Ilmeria von Leinweber. Renkinjutsu yo. Mein Name ist Ilmeria von Leinweber, eine Alchemistin. Leinweber. Moshi ya anata wa ano Leinweber ke no? Leinweber? Etwa von der Leinweber Familie? So da kedo. Ima wa kankei nai wa. Ja. Kyou wa anata ni kore o mise ni kita no. Ja, aber das spielt doch jetzt keine Rolle. Ich wollte hier dieses hier mal zeigen. Kore wa resepi desu ka? Das ist ein Rezept. Eh. Mizumi de okiteru tte iu tatsumaki. Are o kesu tame no dougu o kangaete mita no. Ja, ich habe über einen Gegenstand nachgedacht, der diese Wasserrose loswerden kann auf dem See. Mo ichido tameshite ru tte iu anata no iken o kiite mitakute ne. Und dou kashira? Und weil ich hörte, dass du es bereits versucht hast, wollte ich mal deine Meinung dazu hören. Was glaubst du? Totemo yoku nerareta kanseido no takai resepi da to omoimasu. Ich glaube, es ist gut ausgearbeitet und ein größtenteils vollständiges Rezept. Desuga, kore de wa ano tatsumaki o shoumetsu saseru koto wa dekinai ka to. Allerdings bezweifle ich, dass du die Wasserhose damit loswerden kannst. Na, doushite yo? Was? Warum denn nicht? Hitokoto de ieba, watashi wa kono dougu to hobo doutou no mono o sude ni tameshite iru toukoto desu. Kurz gesagt, habe ich bereits einen Gegenstand ausprobiert, der diesem hier ziemlich gleicht. Aber das Resultat hast du bereits gesehen. Ah, ich verstehe. Scheint so, als hättest du deine Lizenz als Alchemistin nicht nur als Dekomaterial. Anata koso taishita mono desu. Sono toshi de kore hodo koudo na renkinjutsu o mii ni tsukete iru to wa. Nein, nein, ich finde deine Leistung ganz beeindruckend. Dass du schon das Wissen von solch fortschrittlicher Alchemie hast in deinem Alter. Huh. Atashi wa akiramenai wa yo. Zettai ano tatsumaki o keshite miseru. Aber ich werde nicht aufgeben. Ich werde auf jeden Fall diese Wasserhose loswerden. Mata kuru wa. Ich komme wieder. Firis? Anata, doushite koko ni? Firis, was machst du denn hier? Guzen tori kakatta dake da yo? Ich? Nix. Ich bin hier nur zufällig vorbeigekommen. Ach wirklich? Na egal. Dann tschüss. Iru-chan mo ganbatteru mitai da ne. Watashi mo makete rarenai ya. Scheint so, als wäre sie hart bei der Arbeit. Ich darf nicht verlieren. Wieso eigentlich nicht? Wenn Il jetzt das Problem löst, wäre doch auch super. Geht doch nicht darum, die Erste zu sein, die Wasserrose wegbekommt. Ich gehe jetzt doch nochmal rein. Sondern, dass überhaupt die wegkommt. Hi. So, und dann hier gegenüber können wir Moffcott abgeben. Dann was? Achso, nee. Das ist alles egal. Wahrscheinlich will sie danach auch noch Flügel haben. Oh, du hast mir Moffcott mitgebracht. Jetzt werde ich meine Kleidung wieder tragen können. Ich werde es sofort anziehen, sobald es geflickt ist. Danke, Fräulein Alchemistin.
Ach, du magst das Design meines Outfits? Wer hat das noch hergestellt? Irgendwas mit Meier. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die Schneiderin von Atelier Sophie noch hieß. Also sie hatte ja einmal einen Spitznamen und dann hatte sie noch einen längeren Namen. Ich kann mich nicht mehr an ihren Namen erinnern, aber sie hat, glaube ich, irgendeinen Wettbewerb gewonnen. Naja, das ist die auf jeden Fall. Ja. Einen Hidden Dagger habe ich nicht. Gut, aber dann ist es schon spät, was die Folge betrifft. Gehen wir mal eben zum Atelier zurück. Da wird ja auch noch was passieren. Also, wir haben ja auf jeden Fall Pack als Quest. Geh zum Atelier zurück. Und deshalb wird da was passieren. Und wir haben noch ein paar Rezepte aufzuschreiben. Denkst du gerade nach? Es ist Zeit fürs Abendessen. Dein Lieblingsessen. Es ist übrigens tatsächlich Zeit zum Abendessen. Wir haben ja, gerade als es anfing dunkel zu werden, dieses Lager hier aufgeschlagen. Oh, ich habe gar nicht ans Essen gedacht. Ich habe an Rüstungen gedacht. Yoroi? An Rüstung? Willst du jetzt auf einmal Rüstung tragen? Nein, ich will dem Schiff eine Rüstung anlegen. Logi sagt doch, dass die Rüstung Einschläge aufhalten kann. Unter diesen Umständen, wenn ich dem Schiff eine Rüstung anlege, kann der Rumpf oder bleibt der Rumpf in einem Stück, während er diese Wasserhose durchquert. Ah, ich verstehe. Eine Rüstung für das Schiff. Das ist eine ganz schöne Idee. Ja, meinst du? Aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. Na, dann solltest du vielleicht einen Spezialisten fragen. Das geht auf jeden Fall schneller, als wenn du das selbst ausarbeitest. Ein Spezialist, also Logi. Ja, den werde ich mal fragen. So, einen flüssigen Katalysator. Oh, eine Angel. Wir können selbst eine Angel herstellen. Und eine Holzplanke. Und ein lecker aussehender Köder. Schön. Da werden wir dann demnächst doch mal was herstellen müssen. Aber das... Achso, genau, mit den Leuten hier nochmal quatschen. Nein, nicht doppelt. Oh, ja. Ja, viel. Oh. Naja, da gibt's nichts Neues. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen beim... Ach, wenn wir nochmal mit Logi reden, genau. Bis dann, tschüss.